So, dann herzlich willkommen. Diesmal wird es eine Zwischenausgabe höchstwahrscheinlich sein, also wirklich nachbörslich werde ich dann nochmal eine Aufzeichnung machen, sollte sich gravierend was geändert haben. Aber der Tag war ja schon volatil genug in vielen Asset-Klassen, aber auch teilweise natürlich schwierig zu handeln. Aktuell kann eben der DAX sich leicht erholen. Mal schauen wir mal hier auf das Chartbild. Das ist jetzt hier der Stundenchart. Heute Morgen war für mich der Bereich 9480,70 rum wichtig, dass der verteidigt wird. Ist aber etwas tiefer gelaufen als gedacht. Aber in dem grünen Bereich hielt es sich dann auch nachher noch auf. Es gab halt im Anschluss daran eine Aufwärtsbewegung bis 9579 und dort dann eine schnelle 200-Punkte-Bewegung nach unten wieder, weil auch die US-Märkte etwas eingebrochen sind. Also hier ist jetzt erstmal etwas Kaufinteresse da, zwischen 9400 und 9350 Punkten. Alles entscheidend wird aber sein, morgen habe ich auch schon kurz angesprochen, was eben die Münchner Rück macht. Die ist jetzt Anfang der Woche an dem ausgemachten Widerstand und die Analyse, die ich auch so veröffentlicht habe, abgeprallt und steht jetzt auch vorne an einer wichtigen Unterstützung. Morgen die Zahlen werden dann entscheiden, ob es jetzt doch noch das Kursziel, dann hier unten das untere Kursziel erreicht wird oder es mit einem Gap abstartet und dann eben diesen Abwärtstrend dann brechen kann. Morgen werden ebenso die Zahlen von Daimler erwartet. Daimler hält sich noch hier auf, minimal kurz unterschritten, aber der Stopp resultierte eben auch aus dem Wochensetup heraus, aber hier sieht man, aktuell notiert er unter dem EMA 200 im Wochenchart. Also hier muss auch, um den DAX eben auch zu retten und auch die Daimler-Achse selber, müsste die Zahlen gut aufgenommen werden. Kleiner Vergleich, ich hatte ja noch die General Motors, die hat gestern Zahlen rausgebracht. Hier konnte an der 30-Dollar-Marke leicht absetzen am Montag noch, aber dann kam der Wert nicht drüber und aktuell, wie man sieht, auch eine wichtige Unterstützung. Also die Märkte stehen wirklich vor entscheidenden Unterstützungen. Werden die wirklich gebrochen, dann dürfte der Markt auch nicht 200-300 Punkte runter krachen, sondern ja, rund 5 Punkte erstmal so grob gesagt. Deshalb schauen wir auch noch kurz zum S&P 500 Index. Hier ist, kann man sagen, schon noch alles im Lot, im Unterstützungsbereich auch angekommen, heute gedreht. Auf das lässt sich leicht aufbauen, aber die Strukturen ja, würden auch noch mal eine Abwärtsbewegung ja, befürworten, sage ich mal. Ein Tief könnte eben noch fehlen. So, dann eben noch kurz ja, zu dem erfreulichen Euro-Yen. Lief jetzt dann, ich nehme die mal weg, war ja gesagt dann die 130er Marke, wegen 5 Pips lief es rein, aber der größere Bereich war ja wie gesagt ist ja unverändert angelaufen. Der optimale Bereich wäre hier unten gewesen, da ja aber jetzt eben auch Japan deutlich im Minus ist, ja, kann man noch theoretisch auf diesen Unterstützungsbereich hier unten abwarten und dann vielleicht eine spekulative Long-Position nehmen, aber ich denke, man hat hier noch genügend Zeit, auch erstmal eine Umkehrkerze abzuwarten und dann einzusteigen. Silber ist endlich auch nach oben ausgebrochen. Hier
sollte der Stopp noch weiter hochgezogen werden. Der lag hier und da ist doch volatil ist. Aber es sollte eigentlich definitiv den Ausbruch jetzt nicht mehr negieren. Also man kann ja auch einen Gewinn ziehen oder auf das letzte Tief der Kerze. Noch zum WTI. Da lag ein Fehler von mir vor. Nicht, weil ich den Stopp hier hochgesetzt habe bei 1,2990. Also mein Stopp. Sondern da lag eben der Fehler. Ich habe nicht dran gedacht, dass um 16 Uhr 30 wieder die Lagerdaten veröffentlicht werden. Der ist natürlich volatil. Da hätte ich den kurz rausgenommen, aber der war es gesetzt. Wie gesagt, ich habe es vergessen. Mein Fehler. Der Zielbereich ist jetzt dann angelaufen worden. Weiteres gibt es hier dann auch nicht, das mal zu sagen. Im Endeffekt sind die Nebensetups sehr gut aufgegangen. Schauen wir noch kurz ja, zu meinem doch in den letzten Tagen Lieblingsaktie, aber hat eben nicht ganz das Kursziel erreicht. Hier kann jetzt, beziehungsweise muss auch die Bewegung jetzt zu Ende sein und die nächste Aufwärtsbewegung muss morgen spätestens am Freitag starten. Das war's. Wie gesagt, sollte sich jetzt hier wieder die leichte Erholung in Amerika gegen Ende komplett abverkauft werden, drehe ich ein neues Video, sonst sehen wir oder hören uns morgen. Danke.